Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zurück zu einer Folge Super Mario Odyssey mit mir, MG Muss mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir sind nach der Story, nach der Hauptstory schon mal soweit und suchen noch ein paar Powermonde, die sich natürlich in den ganzen Ländern verstecken und darüber hinaus noch mehr. Und bei 78 passiert irgendwie nochmal irgendwas, das werden wir dann herausfinden. So, einfach mal schlicht und ergreifend, so. Euch lasse ich mal ins Leere laufen, danke. Ciao, einmal durch hier. Oh, ihr kommt jetzt an der Wand raus, oder wie? So, ein paar Bälle kommen hier auch auf mich zugeflogen. So, ein paar Treffer haben wir versenken können. Hey, das ist viel so, kann ich nicht schießen. Ah, natürlich werde ich getroffen. So, ein bisschen schwerer der gute Gegner. Ach ja. So, hier noch ein bisschen draufzimmern. So, wo kommt ihr raus? Ah, hier. So, ciao. Boah, gerade noch rausgekommen aus diesem Kegel. So. Okay. Zweimal wollten sie auf uns draufrennen. Kommen sie jetzt? Nee, kommen noch nicht an der Band. Und ciao. So, zwei Herzen haben wir noch übrig. Ist jetzt nicht unbedingt viel, aber zumindest etwas. Ah, natürlich nochmal getroffen worden. Ah, wieso? Oh, fahr doch weiter. Ja, schießen und fahren gleichzeitig ist nicht. Egal, haken wir auch fürs Erste ab. Wir wissen, dass es da ist. Ist auf jeden Fall schön zu wissen. Werden wir auch auf jeden Fall nochmal probieren. Ist mir aber jetzt gerade irgendwie zu stressig, dass ich das mache. Das Häschen habe ich schon gefangen. Oh. Dann hier los. Ah, cool. Was ist dann hier drin? Noch einer. Ah, okay. Die müssen erstmal wachsen. Und dann kriegt man da auch Monde raus. Okay. Uns fehlen ja da noch zwei. Das dauert halt eine gewisse Zeit, bis die wachsen. Wie halt so ein Pflänzchen einfach mal drauf ist. Und ich hab doch hier hinten irgendwo. Irgendwo. Ja, hier ist nochmal so ein Turm. Darf ich raten, hier ist auch nochmal so ein Endgegner. Ja, hier ist nochmal ein Endgegner. Die hebe ich mir für später auf. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, auf die Endgegner nochmal irgendwie zu erleben. Ist ja schön, dass die da sind. Kann man nichts sagen dagegen. Autsch. Da wollte ich jetzt nicht volle Kanne dagegen laufen. Aber hier sind auf jeden Fall noch ein paar lila Münzen. So, ein paar Ratten sind hier auch. Schön. Was, wenn du in den Forst gehst? Die ist sehr gefährlich. Okay. Ich wollte auch jetzt gerade nicht in den Wald. Der will auch mit uns reden. Hey, dein Look aus den guten alten Zeiten ist immer noch mein Favorit. In dem Outfit würde ich dich direkt reinlassen. Im Moment sieht man dir die alten Zeiten so gar nicht an. Lass mal mich in den Vergangenheit schwelgen und du darfst rein. Okay, dann muss ich höchstwahrscheinlich erstmal Dingens wieder in den Shop. Münzen haben wir ja genug, das ist ja das Gute. Deswegen werden wir auch mal dorthin gehen zum Shop. Der ist ja da unten irgendwo. Und dann gucke ich mal, was hier so drin ist, um die Nostalgie aufleben zu lassen. So, einmal rein da, mal rausgucken, was da so drin ist. So, hallo, ja, ich will hier einkaufen. Hey, so, die
N64 Klamotte. Cool. Gefällt mir. Ah, shit. Jetzt habe ich auch vielleicht später gedrückt. Cool. So, jetzt habe ich aber nur die Mütze auf. Was habe ich denn alles für Outfits? Also so viel habe ich da nicht. Muss man ja jetzt auch mal sagen. So, jetzt bin ich N64. Sogar der Kopf ist N64 jetzt. Cool. Wie wenn ich eine Maske aufgezogen hätte. So, dann gehen wir nochmal zu dem Toad hier rüber. Yoshi muss ich mir auch nochmal holen. Der kann mir so die ein oder andere Röhre mal entstopseln. So. Und das eine Wettrennen. Ach, hier waren doch nur die Fake-Gumbas drin, oder? Kann man mal machen. Alle so niederhüpfen. So, da oben ist noch so ein Turm. Achso, ich muss hier rüber. Das Ding ist ja ein bisschen abgelegen. Aber nur ein bisschen. So, hallo. Wie geht's? Wie steht's? So, lass mich mal rein da. Oh, mal in die wunderschöne Tür. Autsch! Oh, Kamera for the win. Die kann man nur verwirren, okay. Ah, hier läuft noch irgendwo einer rum. Ah, da ist er. Ah, da wollte ich nicht rauf. Müssen wir für... Was? Oh, muss ich jetzt echt die richtige Reihenfolge treffen? Eins. Boah. Zwei. Es war, glaube ich, drei. Drei. Boah. Vier? Nein. Okay. Okay. Ja, jetzt bin ich tot, war klar. Aber jetzt wissen wir die richtige Reihenfolge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, fuck. Okay, das kriege ich hin. Hier bin ich gestorben, das war die Nummer eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Nein! Okay. Okay. Oh, alle nochmal hier zerdeppern. Wo ist der letzte? Hier hinten rennt er rum. Ich find's halt fies. Egal wie viele Kisten das mal richtig hatte. So. Eins. Zwei. Drei.
4, 5, 6. Und die letzte ist da drüben und 8. Eieiei. Okay, muss man sich halt ein bisschen merken. Und hier ist auch der Stern hinter. Hier ist auch der Stern hinter. Was mich halt gerade ein bisschen irritiert, dass der eine Stern in der Mitte auch leuchtet. Ah, war mir klar. Hier ist auch was drinnen. Noch einer. Für die Wertesammlung. So, wenn ich ihn treffe. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn ich ihn treffe. Und. Was haben wir hier für ein Schild? Reisetipp. Münzenhechtsprung. Spring und wirf eine Kopfbedeckung. Drücke in der Luft. Springe. Wirf deine Kopfbedeckung, drücke in der Luft LZ und halte Y gedrückt. Du fliegst, okay. Ah, okay. Ah, okay, dann weiß ich... Wie das funktioniert, kann sicherlich ein bisschen helfen. Ein bisschen. So, dann haben wir die zwei Münzen. Da hinten ist noch eine Rakete. Die kann man natürlich auch ausprobieren. Die Münzen hatten wir schon. Okay, die noch nicht. Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. So, wo ist jetzt die Rakete hin? Hier nicht. Ich sehe die Rakete nicht mehr. Ach, hier ist sie. Eh so leicht. Naja, Rakete, flupp. Einmal in die Rakete, bitte. Mal gucken, wo wir hinkommen. Uiuiui. Gesichterpuzzle, das Spiel, bei dem es aufs Äußere ankommt. Wenn du das Gesichtspuzzle bei... meisterst, gebe ich dir einen Powermond. Na, hast du Lust zum... ja, auf jeden Fall. Bis bald. Ach so, shit. Ich habe das Falsche gedrückt. Ja, ja, natürlich. Will ich machen. Spitze, dann mal rauf mit dir. Ja, bin dabei. Ich erkläre dir mal, wie Gesichtspuzzle gespielt wird. Siehst du das Gesicht dieses Charakters hier? Guck es dir genau an, denn gleich musst du es richtig zusammenfügen. Zuerst capturest du ein Teil mit deiner Kopfbedeckung, dann drehst du es und bewegst es an die gewünschte Stelle. Okay. Zum Schluss legst du es ab. Ganz einfach. Ach ja, und jedes Mal, wenn du ein Teil ablegst, verschwindet es. Wie viele Punkte du erhältst, hängt davon ab, wie gut du es schaffst, das Gesicht nachzulegen. Mit 60 Punkten bekommst du gerade durch. Versuch also lieber eine höhere Punktzahl zu erzielen. Okay, also dann Gesichtspuzzle kann losgehen. Okay. So. Einmal drehen bitte. Ah, andersrum. Nee, so rum. Fuck, bin ich jetzt blöd? Das Auge gehört doch nicht dazu. Wieso liegen hier zwei... Version rum. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So.
die Augen hat, Mario. Falsches Auge. Das Auge brauche ich. Glaube ich. Bin gerade echt schlecht. So. Ich würde sagen, fertig. So, gucken wir mal. Dann schauen wir mal, wie du dich geschlagen hast. Denk daran, du brauchst mindestens 60 Punkte. Ich bin so schlecht gewesen. Dein Ergebnis ist 52 Punkte, war klar. Dieses Mal hat es leider. Ja, okay. Das kriege ich nochmal hin. So. Spitze, dann mal rauf mit dir. So. Ah, okay, die Nase fehlt noch und die Augenbrauen. Aha. Ist halt so irritierend gewesen, weil einiges gefehlt hat. So, nehmen wir erstmal die Knollnase. So, die nehmen wir mal. So, wie rum die gehört? Gute Frage, aber ich glaube, die gehört so. Und die gehört so platziert. So, darunter der Schnauzbart. Ungefähr so. Darunter den nicht. Den Mund. Ist halt echt komisch, den irgendwie nachgebildet zu bekommen. So, dann brauche ich das hier. Ich hoffe, das sind die richtigen. So, ungefähr hier. Den hier auch noch mal schön gedreht. Und hierhin. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Hat Auge. Okay, hierhin. Und den hier. So hin. So, jetzt dürfte fertig sein. Das Restliche ist alles für den Gumba. Bist du fertig? Ja, bin ich. Dann schauen wir mal, wie du dich geschlagen hast. Ja, ist gut. Genau 60 Punkte. Boah. Spitze, du hast es geschafft. Hier hast du den Mond. Genau 60 Punkte bekommen. Ja, damit ist auch die Folge für heute schon wieder fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!